Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Hier seht ihr unsere Hauptangriffsarmee, bestehend aus 3 Einheiten Fußtruppen, vielen Reitern, vor allem auch neuerdings berittenen Bogenschützen. Bin sehr gespannt, wie die zum Einsatz kommen. Ein paar Bauern, die stehen hier auch neugierig links und rechts. Aber wir müssen sie noch ein bisschen organisieren. Wir werden natürlich unseren Anführer ganz nach hinten bringen. Dann denke ich mal, die adlige Kavallerie mit in die erste Reihe. Allerdings mit einem anderen Befehl, mit einem Umschließbefehl. Und die machen wir auf Unterstützungsfeuer. Während der Chef auf absolutes Verteidigen geht. Oder, nee, wir machen auf unterstützendes Verteidigen. Wenn es wirklich nötig sein sollte, dann geht das. Aber ich sehe gerade, es muss eine dritte Reihe gehen. Und dann, warte mal, das heißt, ich kann das nicht so organisieren. Nee. Okay, es passen offenbar nicht 3 Reiter. Wo, wenn ich das in die erste Reihe schiebe? Ach, dann geht es sogar 2 reich. Na gut, dann ändere ich das nochmal. Obwohl, dann können wir es so lassen. Dann ist das in Ordnung so. Bloß, dass ich die Kavallerie zumindest an die Seite nehme. Und die anderen gehen eifrig nach vorne. So, das ist in Ordnung. Und hier hinten nehmen wir mal die Fußbogenschützen. Ja, ich meinte, wenn das so ist, kommt, dann nehmen wir auch eine Dreierreihe noch mit rein. Dann kommt der Anführer eben nach hinten. So. Na, Mensch. Jetzt bin ich zufrieden damit. So kann es laufen. Okay, dann werden wir mal hier den weiteren Vormarsch befehlen. Es dauert seine Zeit, immer über den Fluss zu kommen. Das ist nicht ganz so einfach. Und hier muss ich noch ein bisschen was verändern. Was ich überhaupt noch nie gezeigt habe, ist übrigens diese neue Artillerie, die wir haben. So sehen die aus. Das sind jetzt die Wirbelwindgeschütze. Relativ bescheiden und einfach. Aber mal sehen, wie sie im Einsatz dann aussehen werden. So, aber hier sind, ich sehe gerade, hier sind noch Einheiten noch nicht komplett ausgeheilt, beziehungsweise leiden noch unter Erschöpfung. Die werde ich jetzt mal rausnehmen. Diese und diese Einheit, die bringen wir nochmal zurück. So, und die Truppe, die kann jetzt noch auf die Kavallerie warten. Ich weiß nicht, wie weit die kommt. Bis hier kommt die. Na los, dann nehmen wir die Truppe, die marschiert dann nur bis hierhin. In den Sumpf kommt sowieso nicht. Hier ist ein bisschen eine Engstelle. Hier sieht man, durch die beiden Sümpfe kommt man hier nur in die Mitte durch. Insofern ist das kein großer Zeitverlust. Okay, damit haben wir hier die Einheitendisponierung. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie es aussieht mit dem Fortschritt, Machtfortschritt. Wir können einen hohen Erdwall bauen. Das ist irgendwie das Gefühl im Moment für uns nicht wirklich nötig. Wir haben ja ein paar Städten schon den Lehmwall, aber noch nicht mal der wurde angegriffen. Nun kommt der hohe Erdwall dazu. Durch die Verbesserung von Bautechniken, Beachtung von Fundamenten, Organisationen und Arbeitsgruppen ist es möglich, Befestigungen beeindruckender Höhe und Dicke zu bauen. Historisch gesehen hatten bedeutende Städte Mauern von bis zu 20 Meter Höhe und noch größerer Breite. Das können wir jetzt. Und wie wollen wir weitermachen? Militärarchitektur, das heißt Schießgalerien. Bin nicht ganz sicher, ob das dann nur auf den hohen Mauern geht oder überall. Und die riesige Zweifacharmbrust. Keine Ahnung, ob das wirklich sinnvoll ist, aber machen wir das mal. Das ist eine eigene Einheit. Naja. So, wir haben auch einen Wissensfortschritt. Die Armbrust selbst. Ja, das ist allerdings interessant. Damit haben wir ein neues Gebäude, den Armbrustmacher und eine neue Einheit berittene Armbrustschützen. Es dauert Jahre, den Bogen zu meistern. Die Armbrust hingegen kann man neuen Rekruten schneller beibringen. Auch wenn die Armbrust langsamer schießt, ist sie tödlicher und durchdringt Rüstungen. Das Geheimnis der Armbrustherstellung ist der ausgeklügelte Bronzeabzugsmechanismus. So, das müssen wir uns anschauen. Aber was sind die Alternativen jetzt hier? Chukonu-Bauern. Repetier-Armbrust. Okay. Sternkarten. Damit können wir Meeresfelder überschiffen. Tai Chi. Aber ich denke, als nächstes machen wir das Anästhetikum. Das könnte uns noch sehr, sehr helfen.
Gut, dann haben wir hier eine Straße weitergebaut und da war ein Schlachtbericht. Jetzt will ich doch aber mal glatt gucken. Wartet mal, wie lange brauchen wir jetzt hier? Noch 3 Runden für die Reiterei. Wie sieht das denn aus, wenn man so eine Armbrust-Sache bauen will? Da haben wir den Armbrustmacher. Ist das offenbar eine Erweiterung des Bogenbauers? Ausgebildete Armbrustschützen, Speerkämpfer-Armbrustschützen oder Beritten-Armbrustschützen? Tja, bauen wir die jetzt hier in der Hauptstadt? Vielleicht. Das könnte vielleicht noch interessant werden. Ich denke mal, wir bauen die. Wir errichten die. Das Geld haben wir im Moment völlig in Ordnung. So, und dann wollte ich gerne ja mal den Versuch unternehmen, da wir eh demnächst die Chu angreifen, ob wir nicht daraus noch diplomatisch Profit schlagen können. Zum Beispiel, indem wir mal mit den Han verhandeln. Audienz geht im Moment nicht. Warum auch immer. Audienz kann ich nicht beantragen. Kann sein, weil ich irgendwas rumgetestet habe. Ich gucke ab und zu mal diplomatisch, was geht, was nicht. Möglicherweise hat das damit zu tun. Dann machen wir das in der nächsten Runde. Wir greifen ja noch nicht an. Wie Stapel ohne Befehle. Habe ich dich rausgenommen? Oh, nee, ne? Wie ich das hasse. So, jetzt stimmt es. Ich hoffe, die Einstellungen sind auch alle richtig geblieben. So, welcher Stapel ist dann noch dabei? Diese Truppe, die immer noch auf Rebellenjagd ist. Schicken wir sie da auch mal weiter. Und jetzt geht's los. Ja, natürlich tricksen sie uns wieder aus, aber es kommt zur Schlacht immerhin. Und Gott sei Dank nicht im Wald. Na? Und schon fliehen sie wieder. So, was haben wir hier? Da wurden die Hannen wieder fertig gemacht. Aber sehr viel übrig ist von den Weißen die auch nicht geblieben. Ne? Also, die haben zwar ein paar Mal ordentlich die Gefechte gewonnen, aber ein nachhaltiger Angriff ist das natürlich nicht. Oh, und jetzt kommt es hier nochmal zur zweiten Schlacht. Na gut, das ist sehr erfreulich, weil dann können wir die Einheit definitiv, die ist dann weg. Die ist vernichtet. Und die greifen tatsächlich die Stadt an. Fliehen aber sofort. Ja, es macht doch keinen Sinn, die Stadt anzugreifen ohne Fernkampfschützen. Wirklich ein bisschen absurd. So, einiges passiert hier. Erstmal ein Ereignis. Berühmte Handwerker. Mein Herr, es wäre mir eine Ehre, Ihnen zu dienen und Ihre Arbeiter auszubilden. Im Gegenzug verlange ich nur eine kleine Entschädigung, damit ich mich um meine Familie kümmere. Oh, für 619 erhöhen wir die Fortschrittsrate des Handwerks um 15%. Sofort bin ich dabei. Absolut. Und ich denke, wir haben hier so viele tolle Sachen erlebt, dass wir hier nochmal weiterziehen zum nächsten Unsichtbaren. So, dann haben wir Krankheit. Oh nein. Die Effizienz der Armee ist reduziert. Diese Armee? Oh, das ist ja so blöd. Das heißt, wir müssen nochmal pausieren. Aber jetzt gehen wir erstmal über den Fluss rüber. Mehr schaffen wir auch nicht. Und wo ist der Anführer schon wieder? Verstehe ich nicht. Wo ist der denn schon wieder hin? Den hatten wir doch definitiv hier bei der Einheit dabei. Ja, ist der gestorben oder was? Ein neuer Charakter. Merkwürdig. Jetzt haben wir hier 2 Anführer. Kann es sein, dass der jetzt hier verschwunden ist? Das ist doch eine Katastrophe. Und wieso ist er verschwunden? Das verstehe ich nicht. Wir müssen die beiden so schnell es geht hier hinbringen. Für mich fast unvorstellbar, ohne Anführer anzugreifen. Na, das kann doch nicht wahr sein. Ich hatte das Gefühl, eben habe ich noch gesehen, ey.
Also das sind zwei Rückschläge, die sind unangenehm. So, hier haben wir Bauernhöfe gebaut. Hier wird die Straße weitergebaut. Auch okay. Und Bauernhöfe. Und der Rest sind Schlachtberichte, die uns im Moment nicht so interessieren. Doof, 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 doof. So, jetzt machen wir das, was wir das letzte Mal nicht konnten. Nämlich mit den Hans hier so ein bisschen zu verhandeln. Was machen wir da? Wir gucken mal, ob wir hier eine Vereinbarung... Wir greifen die Chu an. Ach komm, wir fragen nochmal, ob sie wollen. Nee, im Moment können sie den Krieg nicht führen. Dann versuchen wir mal, eine reguläre Zahlung hinzubekommen. Versuchen wir mal 400. Ich will es mal nicht übertreiben. Seid ihr dabei? Ah, nicht zustimmen. Das war zu viel. Mehr können wir nicht tun. Aber wir können noch mal eine Audienz beantragen. Gut, das war zu viel. Vielleicht versuchen wir mal eine Einmalzahlung. Vielleicht 1000 als Einmalzahlung. Auch das können sie nicht... Da können sie nicht zustimmen. So, und jetzt können wir nämlich nichts mehr machen. Hier, diplomatisch. Na gut, es ist, wie es ist. So, die Einheit hat sich zumindest jetzt zusammengefunden. Und geht damit einen Schritt weiter. Und die lassen wir einfach mal stehen und hoffen, in Bi wird dann bald die Reiterei fertig. Wir haben 2000 über. Und jetzt will ich nochmal ein bisschen nach Aufwertung gucken. Ich glaube... Wo können wir aufwerten? Jiadong und Pingshan. Und die Stadt. Wo ist es denn am nötigsten? Hier ist es nicht wirklich nötig im Moment. Hier haben wir 45% und hier 44%. Ja, die Stadt ist größer. Fangen wir mal hier an mit dem Aufwerten. Na. Oder nein, wartet mal. Wir wollten doch... überlegen, ob wir hier... Haben wir hier einen Armbrustmacher schon gekauft? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Armbrustmacher. Lasst uns das Ding errichten. Nehmen wir lieber dafür das Geld. Ja, sehr schön. Hier sind die Banditen vernichtet und ich will mal in die umliegenden Städte gucken, ob hier noch Unterstützung durch Militär nötig ist, aber es sieht so aus, als wäre das nicht der Fall. Dann werde ich die komplette Truppe hier... Wobei, warte mal, wir haben hier Dreier-Erfahrung. Nehmen wir den mal raus und bringen ihn wieder nach AO. Und die anderen beiden, die werde ich aber entlassen. Na. Gut. Mehr ist dann erstmal nicht zu tun. Wo haben wir noch Stapel ohne Befehle? Ja, die sollen warten. Und weiter. Wir überschreiten den Fluss, sehr schön. Die Han oder die Weißen, die haben mal wieder irgendwie sinnloserweise versucht, die Stadt da anzugreifen. Und die Weißen, die melden sich. Informationen über Feinde. Ja, okay, geben wir euch. Dann könnt ihr besser die Han bekämpfen. So, und was ist los? Krieg. Die Chu. Die Chu haben uns den Krieg erklärt. Das ist ja wohl witzig. Immerhin sind wir jetzt nicht die Kriegstreiber. Aber irgendwie auch clever, ne? Ich meinte, sie haben gesehen, wir kommen. Das haben die vermutlich ausgewertet. Ich kann es mir irgendwie nicht anders erklären. Also, schon komisch. So, hier haben wir Bauernhof, Straße weitergeführt. Und Kriegsneuigkeiten. Und die Chu haben auch den Weißen, die den Krieg erklärt. Na gut. Können wir dann vielleicht mit den Chu, mit den anderen Chu, noch was aushandeln? Informationen über Feinde wäre wirklich gut. Erstmal wären Vereinbarungen gut. Brüderliche Harmonie fände ich schön. Aber da sind sie nicht dabei. Schade.
Schade, schade, schade. Informationen über Feinde. Da müssen wir wohl ein bisschen was zahlen. Das scheint aber günstig zu sein. Machen wir das mal. Also gut, okay. Sehr schön. Und jetzt, wo wir uns doch so angenähert haben, wie wäre es doch vielleicht mit einer brüderlichen Harmonie? Nee. Offenbar keine reinkommen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir für Informationen über Feinde bekommen haben. Okay. Das sind ihre Feinde oder so. Die Chin, von denen habe ich im Exkurs geredet. Aha, da sehen wir sie. Die haben da 3 Siedlungen. Dann sind das noch Siedlungen der Chu, die wir jetzt gesehen haben. Aber ansonsten viel mehr Neues ist nicht dabei, oder? Hier haben die Chu ihre große Armee. Haben wir neue diplomatische Beziehungen? Haben wir nicht, im Moment zumindest. Na gut. So Leute, wir sind ohne Anführer, aber der Gegner ist hier ohne Armeen. Insofern würde ich mal sagen, gehen wir einfach weiter drauf los. Obwohl wir eine schwache Einsatzbereitschaft haben, riskieren wir das mal einfach. Wie sieht es hier aus? Hier ist sie fast beim Maximum. Das heißt, ihr könnt vielleicht sogar schon aufholen. Ja, während ihr erstmal rüber geht. Ja, dann ziehen wir die mal raus. Und versuchen mal nachzusetzen. Während wir hier noch ein bisschen warten. Die Kavallerie ist auch gleich da. Sehr gut. Und die Anführer kommen dann auch demnächst. Das ist erfreulich. Nein, schon wieder in die falsche Richtung geschickt. Hier sollen sie hin. Erstmal. Oha! Und jetzt marschieren die Hannen aber gen Norden. Mit einer wirklich großen Armee. Allerdings einer großen Armee aus diesen Bauernspeerkämpfern. Damit wollen sie es jetzt reißen. Und ein paar Streitwagen. Immerhin. Immerhin. Gar nicht so wenig. Gar nicht so wenig. Gut. Hier haben wir zumindest alles erfahren. Müssen wir umdisponieren, bin ich gerade am überlegen. Wir haben unsere 1800. Ich glaube im Moment nicht. Außer wir sagen, wir wollen gleich den nächsten Schub an Truppen ausheben, aber da warten wir vielleicht noch auf die Fertigstellung der Kaserne. Ja, ich denke, das ist eine gute Sache. Dann können wir tatsächlich gleich die nächste Armee mit ausheben. Naja, ich vermute mal, dadurch, dass der Feind jetzt hier keine großen Truppen in der Nähe hat, so wie ich das sehe, werden erstmal die ersten Städte relativ schnell in unsere Hände fallen. Wir machen weiter, wir gucken mal kurz auf die Einheiten. Ja. Das kann weitergehen. Da fliehen die Chu in den Norden, so mal langsam. Und hier verfolgen die Hannen jetzt die Reste der einst großen Armee der Weißen Die. Also irgendwie dieser Vorstoß. Die Frage ist, wenn die Hannen jetzt in den Norden vorstoßen und da tatsächlich möglicherweise Städte erobern, wäre das wirklich nicht so schön für uns. Das schwächt uns nämlich mit, wenn unsere Vasallen schwächer werden und dann sogar die Hannen bei uns im Norden siedeln. Das darf eigentlich nicht sein. So, die Chanbai wollen ihren Harmoniepakt verlängern. Wir sind dabei. Die Pferdefürsten dort im Norden. Und es gibt neuerlich Krieg. Die Chu! Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Warum machen die das? Ich meine, wir sind wirklich weit weg von denen. Das ist doch Schwachsinn. Aber sowas haben wir schon mal häufiger erlebt. Vielleicht kann man das irgendwie gleich mal vom Tisch bekommen. Friedensabkommen. Eine Waffenruhe. Schaut mal, da ist häufig durch eine kleine Zahlung. Die wollten nur mal kurz 100 von uns haben. Schon ist die Sache wieder geritzt.
Okay. So. Friedensneuigkeiten, die Schuhkriegsneuigkeiten. Ja gut, das sind jetzt veraltete Infos. Kein Problem. Hier gab es eine Plünderung. Und, wenn ich das richtig sehe, hat der Gegner hier immer noch nichts aufgestellt. Und das heißt, wir können hier tatsächlich problemlos einmarschieren. Dann können wir, haben wir auch noch die Zeit hier zu warten, vermute ich. Und ihr... Ah ja, die Streitwagen sind jetzt auch wieder absolut fit. Und die Kavallerie, da warten wir, wie gesagt, auf die Stelle. Dann gucken wir mal. Legalismusfortschritt. Neue Gegenstände, Legalistenschule, diverse Edikte. Die gucken wir uns das nächste Mal an. Und das wär's. 4 Edikte, mal gucken. Lord Chang glaubt, dass Menschen zu ihrem eigenen Vorteil handeln. Deshalb soll der Staat so organisiert sein, dass Menschen, die in ihrem eigenen Interesse handeln, gleichzeitig die Interessen des Staates vertreten. Kriegsführung und Landwirtschaft stärken einen Staat. Darum sollte der Status einer Person an ihren Leistungen in diesen Gebieten gemessen werden. Traditionelle Ränge und Titel sollten abgeschafft werden. Strenge Gesetze und harte Strafen müssen die soziale Ordnung aufrechterhalten und eine harmonische Gesellschaft wahren. Das ist genau das, worüber ich im Exkurs gesprochen habe. Ich finde nach wie vor, ich muss das nochmal sagen, sehr erstaunlich, wie gut, wie soll ich sagen, der historische Hintergrund sich in der Spielmechanik wiederfindet. Nicht nur in den Events, nicht nur in diesen technologischen Fortschritten. Da kann natürlich jeder simpel irgendwie historischen Hintergrund reinbringen, indem man Texte einfach schreibt, Flavortexte. Aber hier ist es so, dass das ja wirklich Auswirkungen auf Spielmechaniken hat oder dass die Spielmechaniken ausgerichtet sind auf die speziellen Besonderheiten dieser chinesischen Geschichte. Das ist wirklich eine absolute Stärke des Spiels. Wir gucken mal ganz kurz, was die Legalistenschule bringt. Ob wir die irgendwo bauen können. Ich sehe sie im Moment nicht. Vielleicht ist Voraussetzung da noch irgendwas anderes für. Das würden wir eigentlich auch bei der Technologie nochmal sehen. Nee, stimmt. Hier sehen wir das nicht so richtig. Wir müssen uns aber für was Neues entscheiden. Ach so, wir hatten gesagt, ich würde mal als nächstes Buch der Riten machen. Autorität ist immer gut in jeder Hinsicht. Der Armbrustmacher ist gebaut in innen. Die Ställe sind hier gebaut. Sehr gut. Damit müssten die eigentlich auch... Ja, hier haben wir auch die grünen Pluszeichen jetzt dadurch. Sehr gut. Und damit haben wir jetzt hier die große Auswahl, um noch eine Armee zu etablieren. Hier ist die Straße weitergebaut. Wunderbar. Bauernhof. Und das ist die Schlachtübersicht. Ja, liebe Leute, es wird so sein, dass wir in der nächsten Folge diese Stadt einnehmen werden, was erfreulich ist. Und wir haben jetzt auch langsam einiges an Truppen hier. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Wie der Gegner uns hier was entgegensetzen wird. Für ihn keine so ganz tolle Situation, wenn er hier keine Armeen hat. Aber mal sehen. Es gibt ja hier so einen Fog of War, den man nicht so richtig sieht. Da können also durchaus Armeen noch auftauchen. Wir gucken mal wieder bei der Übersicht. Bei den Siegpunkten. Haben wir hier neue Spieler, die wir kennengelernt haben? Ich weiß es nicht. Bei den Siegpunkten sind wir vorne. Vor den Han und den Chu, mit denen wir jetzt im Krieg sind. Bei den Kultursiegpunkten sind wir auch vorne. Vor den Chu und den Han. Okay, die Anzahl der Siedlungen hat und da haben uns jetzt die Han überholt. Wir sind bei 13 und die sind bei 14, weil sie da, glaube ich, von ihren Konkurrenten, ich glaube von den Wu, haben sie sehr, sehr viel geholt. Dann kommen auch schon die Chu und dann die Chanbai. So, Bevölkerung sind die Han jetzt auch stärker. Danach kommen knapp wir. Ja, die haben wir ordentlich expandiert. Militärische Stärke, Han auch ganz vorne. Okay, geschlagene Schlachten und Verluste vermute ich. Ah nee, hier haben wir getötete feindliche Zivilisten. Getötete eigene Soldaten. Wir sind Gott sei Dank relativ weit unten. Auch das erfreulich. Und die Errichtungsentwicklung, also vermutlich die Zahl der Gebäude, die gebaut wurden.
So, jemand hatte gefragt, ob ich mal den Haken nur bekannte Spieler rausmache. Das mache ich absichtlich nicht, weil ich nicht gespoilert werden möchte. Es kann gut sein, dass auf dieser riesigen Karte irgendwo hier ein riesiges Reich gerade entsteht, was viel, viel stärker ist als alle Anwesenden. Aber so ist das dann halt. Das ist dann Geschichte. Gewissermaßen. Und wir sind halt nicht in der Lage, bis dort Kundschafter zu senden. Und dann kann es durchaus passieren, dass wir überrascht werden. Also alles ist möglich. Gut, also in der nächsten Staffel, wir haben Staffelpause, geht es dann wirklich weiter mit dem Krieg gegen die Chu. Und dann wollen wir mal sehen, ob das wirklich so erfolgreich losgeht, wie wir es jetzt im Moment erhoffen. Also bis dann, macht's gut, euer Steinball.